Hallo Simulationsfreunde, ich heiße Patrick und ich begrüße euch recht herzlich hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal geht es um den Thrustmaster T-Cell Quadranten sowie den Sidestick und wie man diese beiden im Phoenix richtig kalibriert und einstellt. Los geht's, würde ich sagen. Willkommen zurück. Ich habe ja bereits ein Video darüber gemacht, wie man den Thrustmaster TCA Quadranten im Fly-by-Wire kalibriert und einstellt. Allerdings klappt dies leider standardmäßig überhaupt nicht im Phoenix. Daher zeige ich euch heute mal, was ihr alles so in den Einstellungen vom Phoenix und vom Simulator einstellen müsst, damit das alles klappt. Als zweites zeige ich euch dann noch die Einstellungen, die wir für den Sidestick vornehmen müssen, denn da gibt es tatsächlich auch welche. Und ich gehe mit euch noch auf die Empfindlichkeiten des Sidesticks ein. Solltet ihr irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu dem heutigen Video haben, dann lasst es mich unten in den Kommentaren wissen oder kommt einfach in den Discord. Ich komme dann wie gewohnt auf euch zurück. Sollte euch das heutige Video gefallen, stellt sicher, dass ihr ein Abo dagelassen habt, die Glocke aktiviert habt und einen Daumen in nördlicher Richtung dagelassen habt. Dafür bin ich euch jedes Mal sehr dankbar. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier im wunderschönen Düsseldorf und im Cockpit des Phoenix. Wie schon erwähnt, funktioniert der Thrust-Lever standardmäßig nicht im Simulator, im Zusammenspiel mit dem Thrustmaster TCA-Quadranten. Wie ihr seht, passiert hier nichts. Wie ihr vielleicht im Hintergrund hört, bewege ich hier meinen Thrustmaster TCA-Quadranten, aber es passiert nichts. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass die Achsen falsch belegt sind und das ändern wir jetzt. Und dazu gehen wir einmal in die Einstellungen und auf Steuerungsoptionen. Hier wählt ihr dann euren Quadranten aus. Und dann empfehle ich euch hier unten einmal das Voreinstellungsmanager zu öffnen und ein neues Profil anzulegen, beziehungsweise das aktuelle zu kopieren. Ich mache das immer so, damit ihr zwischen dem Fly-by-Wire und Phoenix eventuell switchen könnt, weil für den Phoenix, für den Fly-by-Wire meine ich, Entschuldigung, können wir diese Option nicht benutzen. Daher duplizieren wir dieses Profil einmal. Er fragt uns hier und ich nenne das Ganze jetzt Phoenix 2. Klicke einmal auf OK und dann haben wir das ganze Profil hinterlegt. Jetzt schauen wir uns mal die Energieverwaltung an. Hier ist standardmäßig die Achse 1 und 2 jeweils von 0 bis 100 ausgewählt, wie ihr seht. Ja. Wie ihr seht, funktioniert dies auch, wenn ich sie benutze hier, ja. Allerdings wird das nicht im Phoenix übertragen, weil diese dort nicht benutzt werden. Daher müssen wir jetzt einmal hier rechts auf die Filteroption gehen und wählen dort alle aus. Und gehen bei der Suche hier oben einmal Achse Gashebe ein. Und dann, wie ihr seht, finden wir dann schon hier unsere zugewiesenen Achsen. Und darunter finden wir direkt Achse Gashebel 1 und Achse Gashebel 2. Diese müssen wir jetzt umbelegen. Das heißt, für die Achse Gashebel 2 nehme ich jetzt hier die Joystick L-Achse Y. Die wähle ich hier rein. Dazu klicke ich einmal hier rein. Gehe hier ins Dropdown-Feld und suche die Joystick X-Achse Y aus. Na, wo ist sie? Joystick X-Achse Y, L-Achse Y, Entschuldigung, nicht X-Achse. Validiere das und damit ist das schon mal abgespeichert. So, für den Achse Gashebel 1 wähle ich dann die Joystick L-Achse X aus. Das gleiche mache ich hier mit Joystick L-Achse X. Da ist sie. Validiere das auch. Sehr schön. Und bei den anderen beiden Achsen gehe ich rein. Hier auf aktuelle Eingabe löschen. Validiere das. Mache das auch bei der zweiten. Lösche die aktuelle Eingabe und validiere das. So, wenn wir jetzt wieder zurück in den Phoenix gehen, das gespeichert haben, dann seht ihr, dass die Thrust-Lever sich schon bewegen. Allerdings ist das noch nicht synchronisiert.
Daher müssen wir jetzt noch einmal in die Steuerungsoptionen gehen und einmal auf die Empfindlichkeiten gehen bei dem Quadranten. Hier müssen wir jetzt einmal für die beiden Achsen X und Y, also 1 und 2, die Empfindlichkeiten herunterdrehen. Und zwar auf minus 1 oder 0 ist noch besser. Dann hier auch auf 0. Hier die Todzone auch auf 0. Und hier auch auf minus 1 oder 0. Und hier auch auf 0. Und hier auf 100. Also 0, 0, 0, 0, 0 und 100. Und das gleiche machen wir dann auch einmal hier. 0, 0, 0, 0, 0, 100. Dann klicken wir auch mal auf Fertig. Machen einmal Anwenden und Speichern und gehen wieder einmal zurück in den Phoenix. Jetzt haben wir den Trust Leader schon gut vorbereitet, wie ihr seht. Also es bewegt sich schon ein bisschen anders und ein bisschen besser. Allerdings ist es immer noch nicht synchronisiert mit der Climb Notch zum Beispiel, mit der Flex Notch und mit der Toga Notch. Ja, das ist immer noch asynchron. Damit wir das Ganze jetzt final synchronisieren können, müssen wir einmal den Flieger einschalten. Dazu gehen wir einmal ins Overhead, machen natürlich Batterie 1 und 2 an und geben die externen Power Saft, beziehungsweise den Fliegersaft. Dann warten wir, bis die MCU aufgerufen ist und dann gehen wir da mal rein und schauen uns das Ganze mal an. So, wir gehen einmal auf Config und dann auf Controls Config. Und hier werdet ihr im Endeffekt auch schon durchgeleitet. Denn hier stellen wir jetzt den Thrust Lever ein. Und zwar müssen wir jetzt eins machen, wir klicken auf Calibrate. Und jetzt sagt er uns auch schon, was wir machen müssen. Und zwar müssen wir einmal auf Max Reverse gehen. Ich gehe jetzt hier mit meinen Quadranten auf Max Reverse und schon... wie ihr seht, habe ich hier 0, 0, das sind die Prozentanzeigen von den Thrust Leader, wie sie stehen. Das bestätigen wir jetzt einmal, indem wir auf Next Step gehen. Jetzt möchte er auf Idle Reverse. Das ist das ganz kurz nach Idle. Diese zwei gelben, der erste gelbe Pfeil im Endeffekt nach Idle auf eurem Sidestick, wenn ihr da guckt. Das ist der Thrust Idle. Wenn ihr den habt, geht ihr auch einmal auf Next Step und dann geht ihr einmal in Idle. Dazu raste ich einmal vorne ein und bin im Idle und bestätige das auch mit Next Step. Als nächstes gehe ich in die Climb Notch, bestätige das auch mit Next Step. Dann gehe ich in die Flex Position, bestätige das auch wieder mit Next Step und zu guter Letzt in die Toga Position. Und bestätige es auch mit Next Step. So. Und schon, wenn wir jetzt auf Store Calibration gehen, ist das Ganze kalibriert. Wenn wir jetzt gucken, hier ist jetzt fast lieber. Ich bin jetzt im Toga aktuell. Ich gehe jetzt mal ins Idle. Bin voll im Idle. Gehe in vollen Reverse. Das passt. Reverse Idle. Idle. Climb Notch passt. Flex passt. Toga passt. So, und nun haben wir unseren Sidestick erfolgreich kalibriert. Ich meine natürlich den Quadranten. Dem Sidestick, den widmen wir uns jetzt. Das erste, was wir machen müssen, ist natürlich wieder einmal in die Steuerungsoptionen gehen und dann euren Sidestick auswählen. Dann gehen wir einmal wieder in das Manager-Menü für die Voreinstellungen und duplizieren unseren Account am besten, damit wir den auch wieder für Fly-by-Wire ändern können. Und zwar gehe ich jetzt hier rein, nenne den Phoenix 2, klicke auf OK und dann habe ich ein neues Profil angelegt. Dann gehen wir einmal zuerst in die Energieverwaltung und dann auf Gashebel. Hier ist noch der kleine Schieberegler belegt, wie ihr seht. Wenn ihr den Quadranten habt, benötigt ihr diesen nicht und er führt dann tatsächlich auch zu Problemen. Denn wenn ihr im Flug ins Menü geht und dann wieder aus dem Menü raus, verschiebt sich
die Thrust-Lever im Phoenix. Dieser Fehler tritt dadurch auf, dass der Schieberegler hier noch aktiv ist. Und das deaktivieren wir jetzt einfach, indem wir das hier rauslöschen. Wie machen wir das? Wir klicken einfach hier drauf und gehen wieder auf aktuelle Eingabe löschen. Validieren das und schon ist er entfernt. Ich zeige euch jetzt noch eine wichtige Einstellung, die nicht standardmäßig eingestellt ist. Und zwar gehen wir dazu einmal zum Autopiloten. Hier ist standardmäßig ausgewählt Autopilot Hauptschalter umschalten. Diese Option ist allerdings falsch zum Ausschalten des Autopiloten. Das Problem habt ihr eventuell schon mal gehabt. Sobald ihr im Anflug seid und den Autopiloten ausschaltet, dann bekommt ihr eine Master Warning im Airbus, die nicht aufhört. Und das hängt mit dieser Einstellung zusammen. Daher müssen wir hier jetzt diese Einstellung erstmal löschen, indem wir hier wieder raufgehen und die aktuelle Eingabe löschen. Wir validieren das einmal und dann gehen wir hier auf Filter wieder, gehen auf alle Filter und gehen dann einmal wieder zum Autopiloten. Der ist hier glücklicherweise schon aufgeploppt bei uns und suchen die Option Autopilot aus. Die befindet sich hier, Autopilot aus. Wir klicken hier einmal drauf. Ich wähle dann hier meinen Autopilot aus Knopf aus am Zeitstick, indem ich hier draufklicke und dann die Taste einmal drücke. Jetzt habe ich die Joystick-Taste 4 belegt, validiere das einmal und damit habt ihr jetzt keine Master Warning mehr, sondern wie im richtigen Flieger nur noch den Hinweis AP off. Zu guter Letzt gehen wir noch mal auf die Empfindlichkeiten ein vom Sidestick, denn das ist auch nicht unerheblich. Dazu klicken wir einmal auf Empfindlichkeiten und dann öffnet sich dieses Fenster. So sieht das standardmäßig aus. Und diese Empfindlichkeiten sind allerdings nicht optimal. Und zwar wählen wir hier einmal minus 30 aus, minus 30, hier 3%, hier 0 und dort auch 0. Und das Ganze machen wir hier auch einmal, minus 30, minus 30, 0, da kommt ein 3 hin, 0 und 0. Und bei dem Waters, das ist die Ruderachse, da wählen wir auch einmal aus, 30 minus, hier wählen wir auch einmal minus 30 aus, hier wählen wir einmal auch wieder die Todzone, tun wir einmal auf 20% machen und 0, 0 und 100. Wieso ist das so? Das sind die empfohlenen Einstellungen vom Phoenix Team. Und wie wir alle wissen, hat Phoenix auch echte Piloten im Team, die das Ganze auch mit dem Thrustmaster getestet haben. So, dann klicken wir unten einmal auf Fertig, Anwenden und Speichern und schon ist das Ganze erledigt. Und das war's auch schon. Alle relevanten Einstellungen, die wir hier vornehmen müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es einfach unten in die Kommentare oder kommt direkt auf meinen Discord. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen und lasst einen Daumen in nördliche Richtung da, damit auch andere von diesem Tipp profitieren können. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao, euer Patrick.